6,3% Dividendenrendite ist natürlich der absolute Knaller. Und wenn wir uns jetzt mal die Entwicklung der Dividende angucken, das sieht nochmal besser aus. Also heute stelle ich euch die in meinen Augen 10 besten Dividendenwerte vor mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 4,25%. Bei der Auswahl der Titel habe ich natürlich darauf geachtet, dass die Aktien einmal mindestens fair bis günstig bewertet sind und gleichzeitig auch noch eine gesunde Ausschüttungspolitik haben. Weil es bringt einem absolut überhaupt nichts, wenn man zwar am Anfang eine Dividendenrendite von meinetwegen 8% hat, aber nach 2 Jahren kann sich das Unternehmen einfach nicht mehr leisten, die zu zahlen und die muss dann komplett zusammengestrichen werden. Und es bringt einem auch nichts, wenn die Dividende zwar gut ist, aber der Kurs währenddessen immer weiter runter und runter geht, die Dividende da gar nicht gegen ankommen kann. Da gibt es ja leider sehr viele Negativbeispiele für von Aktien, die auch eine hohe Dividende ausschütten. Deshalb muss man da wirklich aufpassen. Ich habe hier also wirklich darauf geachtet, dass, wenn man sich das Depot so zusammenstellen würde, also Portfolio von jeder Aktie 10%, dass man dann eine gesunde Mischung hätte und hier nicht nur eine schöne Dividendenrendite hat, also 4,25% ist ja schon sehr ordentlich, sondern auch auf eine gute Performance, also auf eine gute Kursperformance hoffen kann. Hier sind die verschiedensten Aktien dabei, von Pharmawerten zu einem Immobilienunternehmen. Deshalb seid gespannt. Ich muss mal gucken, wie lange das hier im Endeffekt geht. Vielleicht mache ich da auch 2 Teile draus. Jetzt starten wir erstmal mit dem ersten Wert, den habe ich sogar selber, nämlich BB Biotech. Eigentlich bin ich ja gar kein Dividendeninvestor, zumindest nicht so richtig. Aber diese Aktie wollte ich unbedingt haben. Wieso, das erkläre ich euch jetzt. Also, ich sehe sehr großes Potenzial in der Biotech-Branche. Das Problem ist nur, ich habe absolut keine Ahnung von dem Thema und ich glaube, das geht sehr vielen so. Da wirklich zu verstehen, welche Unternehmen Potenzial haben, wo eher mehr Risiken als Chancen sind, das ist nicht einfach. Also da muss man sich schon richtig, richtig gut auskennen. Das können, glaube ich, wirklich nur die wenigsten. Also da muss man schon ein Experte auf dem Gebiet sein. Warren Buffett sagt dazu ja Folgendes: Wenn es außerhalb deines Circle of Competence ist, dann investier nicht. Dann lass die Branche weg. Investier in eine Branche, wo du das Gefühl hast, da kennst du dich aus und da kann immer noch genug schief gehen. Trotzdem habe ich hier in BB Biotech investiert und zwar aus folgendem Grund. Das ist keine normale Firma, sondern eine Beteiligungsgesellschaft. Man kann sagen, dass BB Biotech das Berkshire Hathaway der Biotechnologiebranche ist. Und das ist ja genau das, was ich suche. Allerdings ist es natürlich wichtig, dass man hervorragende Manager hat. Und da kann man, glaube ich, sagen, die hat BB Biotech definitiv. Wir schauen uns jetzt mal die langfristige Kursperformance an und das sieht ja einfach Hammer aus. Also da muss man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Wenn man das so hinkriegt, dann hat man mehr als bewiesen, dass man auf dem Thema ein absoluter Experte ist und dass man weiß, wie man hier investieren soll. Deshalb fühle ich mich bei BB Biotech bestens aufgehoben. Und das Schöne für die Dividendeninvestoren ist, hier hat man auch noch eine schöne saftige Dividendenrendite von 6,3%. 6,3% Dividendenrendite ist natürlich der absolute Knaller. Und wenn wir uns jetzt mal die Entwicklung der Dividende angucken, das sieht nochmal besser aus. Also das ist ja wirklich eine absolute Bilderbuch-Dividendenentwicklung. Immer schön weiter nach oben, besser geht's gar nicht. Der nächste Wert ist Bayer. Bayer habe ich jetzt auch schon über ein Jahr im Depot und ich muss sagen, die haben richtig Freude gemacht. Während meine Tech-Aktien im letzten Jahr alle richtig abgeschmiert sind, anders kann man es ja nicht sagen, da hat es auch mal gut getan, eine Aktie im Depot zu haben, die sich ganz gut entwickelt. Davor gab es ja ganz böse Jahre für Bayer, das war ja wirklich ein Trauerspiel mit der Monsanto-Übernahme. Hat sich so eine absolute Katastrophe entwickelt, aber die ganzen Probleme, die sind so langsam ziemlich beseitigt, muss man sagen. Die Verschuldung ist wieder auf einem absolut guten Niveau. Wir sind jetzt gerade bei der 4-fachen Jahres-EBIT-Verschuldung, das ist absolut im Rahmen. Also ist jetzt nicht niedrig, klar ist schon eine hohe Verschuldung, aber jetzt nicht so, dass es gefährlich ist. Dann haben wir gerade mal einen KGV von 13, KGV von 13 auch nicht die Welt. Und wir sind hier in 2 richtig geilen Branchen drin. Einmal Agrochemie und zweitens Pharmazie. Hier profitieren wir von 2 Megatrends. Einmal die steigende Weltbevölkerung. Das heißt, man braucht immer mehr Nahrung. Dafür ist Agrochemie einfach absolut wichtig. Deshalb ist Bayer für mich auch jetzt kein moralisch verwerfliches Unternehmen, wie das ja oft gerne gesagt wird. Das finde ich alles Quatsch. Ich finde, die machen sehr, sehr gute Sachen. Und Pharmazie, da profitiert man natürlich vom Megatrend, dass die Leute immer älter werden. Aber nur weil man immer älter wird, heißt es ja nicht, dass man auch immer länger gesund ist, sondern natürlich brauchen die Leute dann auch immer mehr Medizin. Also man ist hier in 2 geilen Branchen unterwegs, die Verschuldung ist okay, KGV von 13. Also für mich, ich bin nach wie vor überzeugt, ich habe die Aktie jetzt ja schon über ein Jahr, aber ich bleibe dabei, ich verspreche mir hier noch einiges. Ich glaube, die sind noch lange hier nicht am Ende, da kann es hier noch einiges an Kursperformance geben. Da wir hier gerade ein Dividendenvideo machen, das darf ich natürlich nicht vergessen, die Dividendenrendite liegt ja gerade bei 4%, ist in meinen Augen relativ sicher, also ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt groß gekürzt wird. 4% Dividendenrendite, das ist eine feine Sache, also 4% ist einfach top. Von daher fühle ich mich gerade mit Bayer sehr, sehr wohl und kann die auch nur allen ans Herz legen, die nach einer soliden deutschen Dividendenaktie suchen.
Weiter geht's mit Novartis. Novartis ist ein Biotechnologie- und Pharmaunternehmen aus der Schweiz. Die Schweiz ist mir grundsätzlich als Standort schon mal sehr sympathisch. Dass ich von der Pharma- und Biotechnologiebranche sehr viel halte, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ich denke, zu der Aktie gibt es gar nicht so viel zu sagen. Es ist halt ein Riesenwert, 186 Milliarden Marktkapitalisierung. Das KGV liegt gerade um die 20, was ich für einen recht soliden, sicheren Wert in einer sehr guten Branche als absolut fair empfinde. Die Dividendenrendite liegt gerade bei 3,9%, was auch sehr ordentlich ist. Natürlich wird Novartis jetzt keine Kursrakete werden, das ist klar, aber muss es ja auch gar nicht. Das ist halt einfach ein solider Dividendenwert. Ich denke, hier kann man recht wenig falsch machen. Als nächstes kommt wieder ein Wert, den ich auch selber habe, nämlich die Deutsche Post. Die Deutsche Post ist für mich einfach so ein solider Standard-Dividendenwert, bei dem relativ wenig schief gehen kann, gerade weil die Bewertung auch wirklich recht niedrig ist. Das KGV liegt bei gerade mal gut 9, wirklich nicht hoch. Die Verschuldung ist vollkommen in Ordnung. Sie sind gerade mit einem zweifachen Jahres-EBIT verschuldet, also absolut gesund. Die Dividendenrendite liegt bei 4,8%, 4,8% auch sehr beachtlich, bei einer Ausschüttungsquote von gerade mal 45%. Absolut gesund. Ich bin von der Deutschen Post sehr überzeugt. Hohe Dividende, niedrige Bewertung. Ich erwarte hier jetzt nicht nur für die nächsten Jahre eine ordentliche Dividende, sondern auch eine Kursanpassung. Ich finde einen KGV von gut 9 hier einfach zu niedrig. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier eher in die Richtung von 13, 14, 15 geht. Also ich sehe hier die Chance, einmal schöne Dividendenrendite und gleichzeitig eine sehr gute Kursentwicklung. Jetzt komme ich zur fünften Aktie, die ist, oh was für eine Überraschung, wieder ein Pharmawert, nämlich Pfizer. Ich sehe gerade einfach in der Pharmabranche sehr gute Chancen, vor allem wenn man sich ein stabiles Dividendendepot aufbauen will, ist man, denke ich, bei Pharma bestens aufgehoben. Pfizer wieder grundsolide, kann man einfach nicht anders sagen. Kursentwicklung seit 2009, seit der Finanzkrise, einfach herrlich, ich blende sie euch mal ein. Also wirklich absolutes Träumchen, kann man sagen. Dividendenhistorie, also Dividendenentwicklung seit 2009, auch prima, jedes Jahr immer gestiegen. Mittlerweile eine Dividendenrendite von 3,9%. Fällt für mich genau dieselbe Kategorie wie Novartis. Da kann man eigentlich nicht viel mit falsch machen. So, das Video ist jetzt schon ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Deshalb werde ich es in zwei Teile unterteilen. Das war jetzt der erste. In den nächsten Tagen kommt dann der zweite Teil raus. Vielleicht sogar schon morgen mit den nächsten fünf Dividendenwerten. Falls du das nicht verpassen willst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du abonnierst und die Glocke aktivierst. Und natürlich den Daumen nach oben setzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.